Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Michael Myers. Ja, und ich spiele mit den Perks Korrupte Intervention, Pop Ghost Weasel, ansonsten Ansteckende Angst und Beobachten und Zuschlagen. Außerdem mit zwei Add-ons, einmal, dass ich schneller stalken kann und einmal, dass mein Terrorradius in Phase 2 kleiner ist und in Phase 3 größer ist. Können wir von hier stalken? Nein. Aber da arbeitet niemand mehr dran. Die Person ist gelaufen. Hat uns wahrscheinlich gesehen. Hinter uns. Hallo, David. Ich stalk dich. Ich bin kein Spiegel Myers. Ich habe mich auch nicht auf die Map gewünscht. Das ist natürlich so eine Sache, Michael. So, hallo. Na los, gib mir Phase 2, bitte. Na, fast. Ich hätte wirklich sehr, sehr gerne Phase 2 gehabt. Oh, fast hätte ich dich gegriffen, meine Liebe. Fast. Ah, so verwirrt und erschreckt, armer Mac. Da hinten sitzt jemand. Ich weiß, dass ich glaube sogar diese Mac hier einen Schlüssel mit hat. Entsprechend habe ich da erst recht keine Lust, dass sie entkommt. Ich hatte erst überlegt, Mori mitzunehmen. Aber dann dachte ich mir, nee, komm, wir kriegen das so vielleicht hin. Mal schauen. So, die haben wir aufgehangen. Hier haben wir Pop drauf. Meine Generatoren sind immer noch versperrt. Die Überlebende, die hier war, ist wahrscheinlich über alle Berge. Nein, es wurde gerettet. Aber ich kann mich, denke ich, gut anschleichen. Dort oben lang weg. Nach dort hinten. Hart im Nehmen, schade. David stalken wir noch ein bisschen. Und dann schleiche ich mich wieder an den Generator an. Einmal. Ist halt wirklich böse, ne? Mit Beobachten und Zuschlagen und dem toten Hasen kann man sich sehr, sehr mies anschleichen. Hart im Nehmen. Gut gezündet. Hab ich dich? Und da hat jemand gearbeitet, okay. Kurz unterbrochen. Dann haue ich die Nia dorthin. Und kann da schön wieder Pop draufhauen. Da ist eine Claudette, die schleicht umher. So, zack, Nia hängt. Nee, es war eine Mac, okay. Sah aus wie eine Claudette. 1, 2. So, bevor ich das vergesse, das ist nämlich wichtig. So, na komm, gib mir noch ein bisschen Stalk. Habt ihr gesehen, das ist gerade wieder zurückgeschnappt, ne? Da wird gerettet. Da sollte gerettet werden. Einmal. Nia hat geschrien. Hier unten irgendwo. Dort hinten läuft Nia. Ich weiß nicht. Dort vorne haben wir sie. So, wir sind in der Jagd und in Phase 3. Unser Terrorradius müsste jetzt sehr, sehr groß sein. Ich würde gerne Nia niederschlagen. Vielleicht jemand anderen auch. Hier oben weg. Dort lang. Zum David hin. Hallo, Mac. Na, wirf um. Einmal. Oh, okay. Du kommst noch durchs Fenster. Und zweimal. So, zack. Du lickst. Es hat nur der David geschrien. Ich hole den mir direkt. Denn der ist ja wahrscheinlich schon sehr weit recovered. Die anderen beiden sind verletzt. Boah, wir haben gerade wirklich sehr, sehr viel Druck wieder. So, zack, David hängt. Zum ersten Mal. Dann hauen wir hier wieder Pop drauf. Und dann können wir uns die Nia dort hinten holen. Oh, knappe Kiste. Hätten wir die jetzt noch geschnappt, ne? Dann wäre es schon fast zu Ende gewesen. Und sie ist hier unten lang weg.
Was? Ist sie wieder umgekehrt? Nee. Was? Keine Ahnung. Zauberei, ne? Übles Hexenwerk. Aber was soll man noch erwarten von einem Schlüsselträger? Spaß. Hat sie gut gemacht. Hat mich schön veräppelt. So, du kommst auf die Schulter und dorthin. Also ich meinte mit, was soll man erwarten, ne? Üble Hexerei, das meinte ich damit. So, zack, Merk hängt. Dann haben wir dort Pop drauf. Und dann kümmern wir uns weiter um unsere Überlebenden. Die heilen sich jetzt alle. Das heißt, sie verbrauchen auch wieder Zeit. Ich mach die Palette kaputt, denn die nervt nur. Eins, zwei, sie sind alle voll geheilt. Niemand mehr da. Unten lang weg. Mist. Die Spuren waren schon zu alt. Als dass ich da irgendwie jemanden finden kann. Sie müssen halt noch sehr viele Gens machen. Wird wahrscheinlich schwieriger. Rennspuren. Oh, hallo. Vor allem, sie haben sich alle direkt wieder geheilt. Letzt erst dich. Dann hole ich mir den David. Hallo, David. Jetzt verletze ich dich. Einmal. Das Ding ist, David brauche ich jetzt nicht stalken. Weil der ist ja schon so gut wie ausgestalkt. Und ich muss auf ihm noch so ein bisschen Stalkreste haben. Oh, Mac, du hast jetzt schön den David gestalkt. Geblockt. So, ich nutze jetzt den Mac und saug sie aus. Sie kann reinrennen und versuchen, mich zu blocken, dass ich nicht den David schnappe, aber das kann ich auch gut verhindern. So, Phase 3. Einmal. Alle schreien. Dort hinten laufen sie. Sie haben jetzt Angst. Zweimal. Dort hinten ist die nächste. Die haut ab, ne? Die flieht. Die hat Angst. Hätte ich auch. Dort hinten. Die Nia ist das, ne? So, das ist halt so ein bisschen die Idee von dem Bild, ne? Man schlägt die Überlebenden, man kommt einmal in Phase 3 und holt sich dann im Zweifel sehr, sehr viele. Ach, ich dachte, sie will hier irgendwas antäuschen. Dass sie da vorsichtiger spielt, weil ich schon so nah bin. Okay, jetzt kriege ich sie nicht mehr. Mist, ich hab verhauen. Ich muss versuchen, irgendeine andere zu finden. Hallo, erste Mac. Jetzt ist die Phase 3 auch gleich schon wieder vorbei. Aber ihr seht, wie viel Druck man machen kann. Gut, ich habe es jetzt in dem Fall verhauen, aber trotzdem zwei Leute down. Und alle anderen nicht an Generatoren oder über die Map verteilt und verschreckt. Ist ja auch schon mal was. Ich weiß nicht, wo ich die andere Mac hatte. Ach, keine Ahnung, wo ich die liegen gelassen habe. Da wurde gerettet. Hallo? Hier haben wir dich. Jetzt müsste der David blocken, macht er aber nicht. Der haut einfach ab. Boah, knappe Kiste. Aber wenigstens diese Palette weg und die ist schon recht stark. Das war einfach, naja, das war ein bisschen dumm von David. Der hätte einfach weglaufen sollen. Dadurch, dass er jetzt diese Palette umgeworfen hat. Naja, hätte da jetzt nicht gewartet, sondern wäre einfach weggelaufen, hätte nicht diese starke Palette umwerfen müssen. So, die hängt und ist jetzt tot. So, das war auch diejenige mit dem Schlüssel. Das heißt, der Schlüssel ist schon mal weg. Aber, ich weiß ja nicht, ob die Survival Friends spielen und das wissen. Oder dann im Zweifel sich den Schlüssel suchen und holen. Oh, warum Nia? So, pass auf, ich bin super gierig. Ich werf dich wieder hin und hau hier Pop drauf. Eins, zwei. Vor allem, ich habe mich ja nicht mal wirklich angeschlichen, ne? Aber sie wollte... Okay, gut, wahrscheinlich war der Generator so weit. Sie hat mich wahrscheinlich schon gesehen, aber sie wollte halt unbedingt den Gen durchziehen. Das war ein bisschen sehr eifrig. So, du hängst auch. Hier wurde wieder angefasst. Eins, zwei. Das ist gut, denn wenn wieder angefasst wird, kann ich da halt wieder Pop draufhauen. Das einzige Problem ist jetzt natürlich für die Überlebenden. Wenn sie da wieder anfassen, dann weiß ich natürlich, dass sie hier sich irgendwo in der Nähe verstecken.
Und bin dann natürlich auch besonders misstrauisch. Dort hinten rechts habe ich es gerade gesehen, durchs Fenster. Ist jemand gestiegen? Wahrscheinlich eine Mac war das. Ich weiß halt nicht, wo die Mac jetzt hin ist. Retten? Nein, nicht retten. Boah, Leute, wenn ihr alle um die Ecke stealtht, wäre einfacher für euch, wenn ihr mir eine Jagd geben würdet. Da wurde gerettet, okay. So, wunderbar. Wir holen uns noch sehr viel Stalk von der Nia und holen uns jetzt die Mac. Die hat hier wieder angefasst. Ich glaube, es ist super frustrierend, wenn du einen Generator hast, der so gut wie fertig war. Und dann kommt der Killer und hat nur zweimal Pop drauf. Dann ist er wieder bei der Hälfte. Aber gut, ne? Lieber nicht anfassen. Das ist halt auch die Sache so ein bisschen, ne? Klar, stealthen schön und gut, aber wenn ihr es halt, wenn der Killer euch halt irgendwie sieht, dann wird er halt auch nicht groß aus dem Gebiet rausgehen, ne? Schade. Ich glaube, die, ja gut, wenn er weiterläuft, muss ich sie nicht kaputt machen. Einmal. Da hinten kracht's irgendwo. Heil-Skill-Checks wahrscheinlich. Dort hinten kracht sie wieder. Was? Okay, das sah gerade aus, als wäre er hier hochgelaufen. Okay, ich jage wieder niemanden, habe aber dadurch einen kleineren Herzschlag. Ja, und kann mich vielleicht wieder ranschleichen. Na, wirf um, danke. Die Palette ist richtig bescheiden. Wenn man die als Killer kaputt macht, kriegt man meistens einen Schlag drauf. Hart im Nehmen. Okay. Ich habe halt einen kleinen Schlag gemacht. Ich wusste halt, dass er hart im Nehmen hat. Eins, zwei. Und ich habe jetzt keinen Schlüssel in den Händen der Überlebenden gesehen. Also entweder wissen sie nicht, wo der Schlüssel ist, oder sie spielen halt nicht Survival Friends. So, ja, David, die Palette hättest du jetzt gebraucht. Die würde ihm jetzt nochmal schön viel Zeit schenken. Aber dadurch, dass er sich schon verbraten... Oh, das war gut. Beziehungsweise, das war einfach nur sehr, sehr hektisch von mir passiert. So, okay, du kommst mit. Ich glaube, David ist auch tot, wenn er hängt. Die Falte können ist ja noch nicht mal da. Dafür müssten sie, ja, den machen. Und wenn... Ja gut, danach müssten sie halt noch einen machen. Nee, na gut, sie müssten noch ein paar machen. Ich dachte, David wird tot. Das Gute ist, meine Phase 3 ist auch schon wieder relativ weit. Die mache ich schnell kaputt, denn da nerven sie mich nur. Eins, zwei. Oder vielleicht hat die Mac auch einen Addon mit für den Schlüssel, dass der Schlüssel verschwindet, wenn sie stirbt. Also, dass sie den Schlüssel nicht verliert. Hallo. Einmal. Schreit für mich. David, lass ich kurz laufen. Vor allem hier direkt Rennspuren. Jagd, 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 bitte. Habe ich dich. Wunderbar. Durch die Jagd habe ich wieder einen größeren Herzschlagradius bekommen. Da hinten ist David. Eins, zwei. Und durch den größeren Herzschlagradius habe ich dann ein weiteres Feld für ansteckende Angst. Habe ich dich. Wunderbar. Und damit habe ich alle bekommen. wenn jetzt keiner mehr unbeugsam hat. Dann war's das. Aber wie gesagt, ne, das war genau das Ziel des Builds. In Phase 3 kommen und dann alle zu slacken und so viel Druck aufzubauen wie möglich. Zack, erster Tod. Hallo. So, keine Ahnung, vielleicht kriege ich die letzte ja noch zur Falltür. Vielleicht auch nicht. Du kommst nach hier hinten. So, und zack. Zweite Tod. Und die letzte ist hier. Habe ich dich. Wunderbar. So, also perfekt aufgegangen, ne? Das ist natürlich immer so ein Risiko mit dem Slagen. Wenn die Überlebenden gut die Paletten umwerfen oder gut Fenster oder sonst was haben, dann wird es vielleicht schwierig und dann heben sie sich gegenseitig auf.
Aber außerdem habt ihr nur mit eurem Michael Myers eine Minute Zeit, deshalb ist es vielleicht nicht übertreiben. Aber jetzt war das Spiel schon so weit fortgeschritten, dass sie schon viele Paletten umgeworfen haben und man da im Grunde schön die Überlebenden plätten konnte. Und durch meinen riesigen Terrorradius wusste ich dann auch immer durch ansteckende Angst, wo alle sind und konnte sie mir holen. Wir haben den erbarmungslosen Killer gemacht. Ist das jetzt der Normal oder der Double Pip? Ich weiß es nicht. Schau mal. Ja, wunderbar. Schauen wir mal, würde ich sagen. So, good game, well played. Ah, schön. Sie schreiben well, fair play. Ja, klar, das Lagen war ein bisschen böse am Ende, aber naja, die Überlebenden haben auch gut gespielt. Hier Schlüssel, ne? Aber zum Glück hat man die zuerst raus. Und sie hat hier das Addon. Verliere im Fall deines Todes nicht den Schlüssel, sondern lieber diesen Zusatz. Dadurch war der Schlüssel dann weg, als sie raus war. Na, also gut, dass wir sie schnell aus dem Spiel genommen hatten. Aber gut, zur Falltür wäre es wahrscheinlich so oder so nicht gekommen. Na gut, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Hier zweimal nagelneue Teile, ne? Die waren vorbereitet. Na gut, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!